Sie wurden besiegt und mussten dafür zahlen. So ist das nun einmal. Und sie haben gezahlt. Wie sagt man so schön? Wehe den Besiegten. Wir wollten Revanche. Und haben sie bekommen. Mehrere Monate tagen die Delegierten in Versailles, dem legendären Schloss des französischen Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Die Sieger rufen die Besiegten erst zur Unterzeichnung des Friedensvertrages in den Spiegelsaal. Die Deutschen müssen die Bedingungen akzeptieren. Das Rheinland bleibt durch französische Truppen besetzt. Deutschland muss erheblich abrüsten und finanzielle Wiedergutmachung leisten. Zudem werden Waffen, Rohstoffe und Güterzüge voller Waren abtransportiert. Ein Siebtel des Deutschen Reiches wird abgetrennt. Im Westen Elsass-Lothringen, im Osten Posen, Westpreußen und Teile Schlesiens. Besonders schwer aber wiegt die Zuweisung der alleinigen Kriegsschuld an Deutschland. Das Vertragswerk führt zu wütenden Protesten. Die Bedingungen waren viel weniger hart finanziell gesehen, als die, die Frankreich 1871 von Bismarck auferlegt worden waren. Aber der katastrophale Absatz von Versailles oder der Artikel von Versailles war die Schuldfrage. Dass einem allein die Schuld für den Krieg zugeschrieben wurde. Die große Mehrheit der Deutschen sieht den Vertrag deshalb als Schandfrieden. In der Schule, da waren unsere Geschichtslehrer, die sagten, also ihr und eure Kinder werden darunter noch zu leiden haben. Wenn ihr diese Kriegsschulden alle abzahlen sollt, dann habt ihr bis zu eurem Tode und darüber hinaus Tribut zu zahlen. Jahre später zeigt sich, der wirtschaftliche Aderlass hat Deutschland weniger getroffen als befürchtet. Doch das Gefühl der Erniedrigung bleibt. Selbst bei den Siegermächten gibt es Kritiker des Versailler Friedens, auch in Frankreich. Versailles öffnete die Pforte zum nächsten Krieg.